Ja, meine Lieben, willkommen zu Opi Zockt Ego. Ich habe eben mal wieder lustige Sachen gekriegt. Übrigens, ich stand interessanterweise trotzdem auf Platz 2, was mich doch mal sehr gewundert hat. Was ich aber auch gesehen habe, wir waren am Schluss des Spiels, am Anfang des Spiels wird es ja vermutlich nicht sein, am Schluss des Spiels mittlerweile mit 2 Unterzahl. Also da hatten wohl andere auch noch keine Lust, das Spielchen mit dem Sniper so mitzumachen, der da immer in diesen... in diesem kleinen Bereich drin war. Geht da raus und verdient euch euren Sold. Ja, wollen wir mal gucken, ob wir das können, unseren Sold verdienen. Ja, ich habe, wenn ich das nächste Mal sterbe, dann lasse ich das mal. Ach, da kann man raus und reingehen, okay. Wir haben den Vorteil errungen. Da kommt doch bestimmt wieder irgendwas weg. Ach so, Mann, stimmt. Ich vergesse immer, dass man ja gar nicht mehr. Dass man ja gar nicht mehr hüpfen kann. Oh, irgendwas habe ich getroffen. Habt ihr gesehen? Oh. Und wieder ist dieser dämliche Sniper da. Das hat man doch schon gehört. Da ist er. Ja, ja. So eine Leute, die können an den Spaß wirklich kaputt machen, weil sie einfach... Kollege, ich bin hier gerade gespawnt. Ja, da war ich jetzt natürlich zu kaputt. Das bleibt da nicht aus. Mal gucken. Jetzt müssen wir tatsächlich mal einmal kurz hier so reingucken. Und einfach mal ein paar Granaten loswerden. Da ist er. Nee. Das war dann ein Satz mit X. Aber das sind dann die Sachen, die so weit wieder in Ordnung sind, wo ich sehr gut mit umgehen kann. So, wo bin ich? Ach, Gottchen. Ja, den habe ich zu spät gesehen. Schmeißen wir jetzt einfach mal 2 Granaten hin. Mal gucken, ob wir irgendwas treffen. Na, Kollege? Okay, der ist weg, dann gucken wir da nochmal rein, da ist auch keiner mehr, das ist sehr gut. Gucken wir um die nächste Häuserecke. Was? Okay, da sind, gehen wir mal einfach hier rein. Ach komm schon, wo war der denn jetzt? Ja, das hat mich aber nicht ganz erwischt, die Nase. Wo bist du? Der will jetzt wahrscheinlich von hinten kommen, denke ich mal. Einer, der die Map besser kennt wie ich. Haha, du Alter, das ist mir jetzt egal. Ich habe diesen dämlichen Sniper erstmal erwischt und das war mir jetzt wichtig. Ach, ich krieg die Granaten nicht hier weg. Die einzige kleine Stelle, wo die Granate dran abfallen kann und ich treffe sie natürlich. Das ist super. Das ist dann so typisch Abonaccio, würde ich mal meinen. Ja, hat nicht funktioniert mit der Nadel. Okay, das sind... Wir haben die Kontrolle verloren. Ja, das werden wir noch öfter tun, denke ich mal. Ich muss hier erstmal gucken, dass ich hier irgendwie an einer Ecke hinkomme, wo ich auch irgendwie wen sehe, bevor er mich sieht. Das wäre gar nicht mal so übel. Müssen wir mal schauen hier. Aha. Ach verdammt. Du kannst auch nicht. Also da hat wenn mir, ich weiß jetzt gerade nicht, wer es war, also wenn mir da in den Kommentaren reingeschrieben hat, der hat da schon recht gehabt, weil die Maps, die sind zu klein, du kannst machen, was du willst. Du wirst halt immer von hinten weggefragt, weil irgendeiner ist bestimmt hinter dir. Da kann man hundertprozentig von ausgehen, egal wo du hinläufst, dass irgendwie immer einer hinter dir ist. Und das lässt sich einfach nicht verhindern. So. War das jetzt, da ist schon wieder ein Sniper, na super. Wo ist er? Da ist er. Du Sackratte, dich haben wir schon mal erwischt. Ja, wenn das ein Sniper ist, dann soll er das ruhig. Soll mir das egal sein? Na komm, wo warst du? Ja. Also wenn der mich jetzt von hinten erwischt, dann auch zurecht. Das war ein Kollege. Verdammt. Ah, schade. Für den hat es nicht gereicht. Aber einen haben wir erwischt. So, machen wir einfach mal so. Und hoffen, nicht schon wieder von hinten. Wo bist du?
Verdammter Hacker. Ja, was hatte ich beim letzten, genau, COD-Problem. Das habt ihr in einer der ersten Folgen auch schon gesehen, wo ich mich kurz, weil ich da einen gesehen hatte, hinter einer Ecke. Hier auch, genau das gleiche. Ich stehe eigentlich hinter der Ecke, ich kann nicht rumgucken, aber dein Gegner sieht dich. Das ist natürlich jetzt nicht nur bei mir so, sondern wenn ich so jemanden um die Ecke schleichen sehe, dann ist das genau das gleiche Problem. Dann hat der andere die Arschkarte gezogen. Und das ist tatsächlich ein COD-Problem seit Ewigkeiten. Dass die Ecken nicht wirklich stört mich nicht. Dass die Ecken halt nicht wirklich Ecken sind. Ja, und das haben die irgendwie nie wirklich gebacken gekriegt, das in Ordnung zu bringen. Aber nächstes... Ja, mal gucken, da kommen sie auch ganz... Ach, schon wieder nicht. Den Granaten habe ich nicht. Da sitzen sie im Fenster, zwei Stück. So. Wenn jetzt keiner von hinten kommt, dann könnte ich sie kriegen. Komm her, zeig dich. Zeig dich. Komm. Nee, der ist abgehauen. Okay. Jetzt eine Stunde. Wollen wir uns hier auch nicht aufhalten. So, wo ist er? Zeig dich. Da waren zwei Kollegen. Haben die den erwischt? Ich glaube nicht. Aber dich habe ich erwischt, mein Junge. Ihr seht auch schon, ich bin jetzt hier völlig anders mittlerweile am Durchlaufen. Und es scheint ja auch tatsächlich ein klein wenig zu helfen. Verdammt. Und ich muss nachladen. Ah, und ich kann nicht hüpfen. Ach, zu dritt. Zwei vor mir, ich konnte mir nicht entscheiden. Und dann noch einer hinter mir. Das ist natürlich... Das ist böse. Das ist richtig böse. Okay, das... ja, du bist dann weg. Okay, wo sind deine beiden Kollegen? Okay, oh, wir haben besiegt. Das ist fein. Jo, das war auch tatsächlich... war richtig nett gewesen. Ja, auf jeden Fall. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, auf jeden Fall mal abonnieren. Weil dann kriegt ihr noch mehr von diesem Spaß mit. Also bis dahin, bye bye.